Was noch hilft, ist diesen Run erstmal zu teilen. Muu, muu, I'll rise unafraid. Und auch da, wir singen hier unafraid, unafraid, unafraid. T hat ja gar keinen Sound. Fighter. Das heißt, du hast da einen abrupten Stopp im Grunde genommen, ne? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Heute schauen wir uns mal an, wie singen wir den Song Rise Up von Andrade. Fängt schon mal gut an, das Video. Oh, meine Nase ist auch total dicht. Du willst besser singen lernen? Dann schau mal bei tanyalevyvocalstudio.com. Dort gibt es Gesangsunterricht, verschiedene Übungspakete, Warm-ups und Gesangsanalysen schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix-Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt ganz bequem für zu Hause dein Übungspaket oder buche direkt mit Tanja eine Gesangsstunde auf tanyalevyvocalstudio.com. Du kannst ja auch nur mal ihren Run nehmen und einfach Note für Note dich damit aufwärmen. Langsamer vielleicht. Und dann machst du genau dieselbe Abfolge, nur ein bisschen schneller. Noch schneller. Noch schneller. Broken down and tired. Und da haben wir auch schon das erste. Das heißt, wir starten relativ tief, gehen dann aber relativ hoch. Und wir haben ein tired. Und das singen wir nicht so. Wir singen nicht tired. Wir singen ein tired. Das heißt, wir öffnen da den Mund zu einem A. Tired. Das heißt, wir haben immer noch so ein bisschen Platz zwischen dem Gaumensegel und der Zunge. Tired. Of living life on a merry-go-round. Und da haben wir dieses of living life on a merry-go-round. Ich meine, sie macht da so ein ganz kleines Riff. Aber auch da wieder ganz wichtig, wir haben O's, schön offen bleiben. And you can find the fighter. Dasselbe auch mit dem fighter. Das kann man jetzt auch mit einem D aussingen. Fighter oder fighter. Seht ihr, wie das den Sound verändert? Ich mach's jetzt mal auf Bruststimme. Fighter! 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 Dass wenn ihr das mit einer Bruststimme macht, dann säbelt ihr euch praktisch diesen Ton ab, weil ihr dann auf dem T seid. Und T hat ja gar keinen Sound. Fighter! Das heißt, du hast da einen abrupten Stopp im Grunde genommen, ne? Fighter! Fighter! Das heißt, das Fighter ist in der Hinsicht besser. You can't find the fighter. Und dann machst du so ein bisschen das, wie das amerikanische Ö. Fighter, fighter. Aber wir wollen nicht fighter, fighter. Weil wir sind ja nicht ganz vom Country-Gesang, ne? Ja, und bis dahin auch nichts Spektakuläres. Jetzt kommen wir eigentlich zum Highlight mitunter des Songs. Und das sind halt diese Runs. Und wenn ihr nicht wisst, wie ein Run funktioniert, dann schaut man am besten, ich verlinke das Video jetzt mal hier oben, wie singe ich Riff in Runs. Da gibt es auch eine Übung mit dazu. Und dort erkläre ich das ganz genau. Wir haben also hier haben wir natürlich erstmal das Problem, dass viele gar nicht diesen Run hinbekommen, weil der hat extrem viele Noten irgendwie mit drin. Und zweitens ist dieses Mountains und viele verschlucken sich dann bei diesen Mountains. Also 8, 9 Noten, man müsste jetzt mal ganz genau hinhören, wie sie das macht. Aber wir haben hier auf jeden Fall mehr als 5 Noten dabei. Ich gehe mit meinen Schülern die Sachen immer erstmal ganz langsam durch. Ganz langsam und erst dann, wenn sie es sauber und korrekt haben, wenn sie tonal richtig sind, erst dann kannst du diesen Run schnell machen. Weil was passiert ist, dass du dich verlierst in dieser Schnelligkeit, wenn du nicht sauber bist. Was noch hilft, ist diesen Run erstmal zu teilen. Muu, muu,
Das heißt, einfach nochmal wirklich ganz langsam durchgehen. Und dann, wenn du diese Abfolge beherrschst, dann würde ich es wirklich schneller machen. Mountains. Ja, also da ist wirklich Feintuning gefragt und da heißt es üben, 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 üben. Und gerne kannst du auch bei YouTube diese Funktion benutzen, wo man diesen Speed, wo man die Schnelligkeit verlangsamen kann. Und dort kann man dann genau hören, wie singt die Android Day, also diese Abfolge. Dann haben wir bei den Mountains das Problem, dass viele sich dann Mountains, Mountains. Und da wird es halt so richtig nasal, so wie ich jetzt gerade beim Sprechen. Dabei habe ich schon eine allergische Tablette genommen, aber heute geht gar nichts. Dann haben wir das Mountains und da ist es häufig so, dass die Leute sich dann verschlucken, die Schüler. Mountains, das heißt, weil es dann so tief wird, wird der Fokus auf das I gelegt. Mountains, Mountains. Genau da musst du halt ein bisschen offen bleiben, also bei den Mountains. Anstatt aufs AI zu gehen, gehst du da einfach nur aufs A. Und da haben wir auch in der Rise Up, da ist ein A in dem Rise. Rise like the day. Also wir singen nicht And I'll rise up, rise like the day. And I'll rise up. Da ist ein A. Rise up. Ich kling heute wirklich wie Hölle und Gülle. Rise up. Und im Grunde genommen verläuft es sich dann halt bei jedem Rise up. And I'll rise up. Rise like the day. I'll rise up. Rise up. I'll rise unafraid. Und auch da, wir singen hier unafraid. 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 Und ich lasse auch das Kinn fallen, weil ich verändere dort jetzt nochmal den Vokal. Es ist nochmal einen Halbton höher. Unafraid. Das heißt, ich habe keine andere Wahl. Ansonsten drücke ich hier. Unafraid. Unafraid. I, I, I. Da haben wir auch schon wieder so einen Choker, so einen Verschlucker mit dabei. Das heißt auch hier. Rise unafraid. I'll rise up. And I'll do it a thousand. Thousand. So, ihr seht, meine Schülerin hat ganz viel in Gelb markiert. Und da habe ich ihr gesagt, sie muss alle Vokale, die sie modifiziert, die muss sie jetzt hier bitte in Gelb markieren. So. Und das ist nicht wenig. Hier ist zum Beispiel ein Satz, I will rise high like the waves in spite of the ache. I'll rise up and I'll do it a thousand times again. Und da haben wir times, das singen wir nicht mit times, wir singen da times und wir singen nicht again, weil wir sind ja nicht, ne, das kann sich nur Adele leisten, again, ne, aber wir singen again. For you. Und da haben wir eine ganz klare Kopfstimme, eine sehr schöne Kopfstimme auch, ne? Da habe ich auch Übungen zum Thema Kopfstimme mit dazu. Guck mal auf meinem Kanal. For you, for you, for you, for you. Genau, das heißt, jedes You ist da wieder, wird wieder ganz anders musikalisch phrasiert. Wir gehen jetzt mal ins erste rein. For you. Und das ist eigentlich fast so ein bisschen wie so ein Bounce, weil sie bleibt im Grunde genommen auf derselben Note. For you. Auch da ist wieder deine eigene Kreativität gefragt. Du musst es nicht so machen wie bei ihr. Also hier schön alles ein bisschen eng. You, you. You, klare Kopfstimme. Wenn du dort keine, nur so ein hauchiges Falsetto hast, dann kann es sein, dass dir der Ton dort abbricht. For you. Und dann hat man das Gefühl, man muss jetzt ein bisschen mehr pushen, weil man diesen Ton ja klar rausbekommen muss. Und, aber du musst nicht pushen, sondern versuch da einfach nur einen ganz klaren Stimmansatz zu haben und ein bisschen mehr Druck auszuüben. Compression, ja? For you. For you. Ja, und dann langsam, langsam.
Geduld ist hier der Meister aller Dinge. So, ich hoffe, ihr konntet mich und meine verstopfte Nase und meine nassen Haare und diese ganzen Hintergrundgeräusche ertragen. Konntet ein bisschen was aus diesem echt Mini-Climb-Tutorial mitnehmen. Andrade und Vokalmodifizierung. Und da gibt es auch nochmal ein extra Video zur Vokalmodifizierung. Ganz viel Spaß bei Rise Up und schaut doch mal jetzt rein in die anderen Tutorials und Videos und ich hoffe, ich sehe euch in meinem nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hashtag starke Stimme, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag.